Hey Leute, was geht ab? Hier ist Nils und ich dachte mir, ich mache heute mal ein Video über den Wahlkampf 2013 und über die Wahl. Und ich wurde ja diesen Sommer 18 Jahre alt und somit auch wahlmündig. Und ich dachte mir, bevor ich wählen gehe, schaue ich mir die Wahl und den Wahlkampf mal objektiv an. Und mir ist aufgefallen, dass wir, das Volk, unsere Vertreter wählen, die uns vorher eine Menge schöne Dinge erzählen, um dann hinterher für uns Entscheidungen zu treffen, indirekt, die dann oft das komplette Gegenteil von dem sind, was versprochen wurde vorher. Und mich schockiert es wirklich, dass im Fernsehen, im öffentlichen Fernsehen, über das Wort Wahlversprechen heute nur noch gelacht wird. Ich finde das krass, dass es selbstverständlich ist, dass Politiker ihre Versprechen, die sie vorher geben, ab und zu mal brechen. Und die Politiker, die das dann versprechen und schönreden, das sind ja nicht unbedingt Vertreter des Volkes, sondern das sind ja eher Vertreter von dritten Parteien, also von Lobbys, die sie einfach bezahlen, Gesetze und Interessen durchzubringen. Und dann kommt noch dazu, dass bei dieser Bundestagswahl jetzt die Meinung von 7 Millionen Menschen aus Deutschland, von 7 Millionen Wählern nicht vertreten sind, weil ihre Stimme ungültig aufgrund der 5%-Hürde gemacht wurde. Ich habe hier mal eine Grafik für euch, wie es aussehen würde, wäre diese Hürde nicht da. Wäre das wirklich so dramatisch für unsere Demokratie, wenn wir das abschaffen würden oder wenn wir die 5%-Hürde um 2% senken würden? Bildet euch da eure eigene Meinung. Um auf die Tatsachen zurückzukommen, ich finde das zusammen ist alleine schon eine starke Entfernung von der Demokratie. Das ist nicht mit Demokratie gleichzusetzen. Aber das Bundesverfassungsgericht rechtfertigt das Ganze mit der 5%-Hürde ja damit, dass eine gut funktionierende, wenig streitende Demokratie wichtiger ist als eine exakte Repräsentation der Interessen der Bürger. Mit anderen Worten, die Etablierten wollen ohne Widerspruch durchbringen, was sie wollen. Sie wollen große Fische im kleinen Teich sein. Ja, wozu also wählen, dachte ich mir. Weil, darauf bin ich dann irgendwie gekommen, dass irgendwie eine kleine Chance zur Mitgestaltung ist und die ist meiner Meinung nach wichtig gewesen, denn man kann zwar auch viele andere Dinge tun, um die politische Landschaft zu gestalten, aber wählen ist ziemlich einfach und im Moment sieht es nicht so aus, als würden hier Leute auf die Straße gehen und demonstrieren in Deutschland. Die Leute sind alle ziemlich friedlich im Moment und merken irgendwie nicht, dass der Euro, unsere Währung, ein ziemliches Problem ist, zumindest in der Form, in der er im Moment besteht. Der ist unökonomisch, die Südstaaten sind einfach nicht wettbewerbsfähig, sie können mit den starken Industrieländern im Norden nicht mithalten und selbst Frankreich deindustrialisiert sich im Moment. Und um diese Währungsunion zu halten und um zu verhindern, dass diese Südstaaten insolvent werden, werden Unsummen von Geld von uns Steuerzahlern abgeknüpft. Ich liebe einfach nur diesen Satz, was glauben Sie, was hier in Deutschland los wäre, wenn die Deutschen wissen würden, was los ist? Der kommt von Volker Pispers, das ist so ein Comedian, und auch er spricht in seinen Shows an, dass der Euro vor allem dem Mittelstand und den armen Leuten schadet. Jeder ist einfach davon betroffen in der Eurozone. Entweder das eigene Land ist in der Krise oder das eigene Land muss bei der Krisenlösung mithelfen und den Einheitskurs mitmachen. Und dieser Einheitskurs, den alle etablierten Parteien beibehalten wollen, die wollen den Euro retten, der macht mir wirklich Angst, weil er, wie ich eben schon erläutert habe, falsch ist. Ja? Das ist unökonomisch, den Euro so beizubehalten, wie er im Moment ist. Und darunter leidet das. Und wenn man sich anschaut, ja, was dieser Einheitskurs für die Realität zu bedeuten hat, dann sieht man, dass wir in Deutschland seit Merkels Amtsbeginn mehr Menschen haben, die von Armut bedroht sind und sechsmal so viele Millionäre wie vorher. Wieso? Ja, weil es so ist in unserem System, es darauf ausgelegt ist, die Reichen reicher zu machen und die Armen ärmer. Und deswegen hören wir auch andauernd den beliebten Satz, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und das wird durch diese ganzen Legislationen, die da verabschiedet werden, noch weiter unterstützt, dieser natürliche Prozess. Und das ist ein Problem für mich. Und ich will ja, das ist jetzt nur die Situation, wie sie gerade in Deutschland ist. Wenn wir einfach mal nach Griechenland schauen oder nach Spanien, wie es da den Jugendlichen geht, da gibt es teilweise 60%ige Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland. Das ist krank. Und Mutti ist auch noch stolz darauf, ja, dass es den Deutschen besser geht als zum Beginn ihrer Amtszeit. Also sie sagt, es geht mehr Deutschen besser als zu Beginn meiner Amtszeit, aber es geht den falschen Menschen besser, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Man sollte doch zunächst den Leidenden helfen und nicht denen, die sowieso schon die Taschen voller Kohle haben. Generell, Mann, was haben wir da überhaupt für ein Geldsystem, in dem man die Schulden nur abbezahlen kann, indem man weitere Schulden aufnimmt, die man dann wiederum mit Schulden abbezahlen muss? Das ist doch von Grund auf an kaputt, es ist ein Teufelskreis und es kotzt mich an, dass es von den Etablierten fast totgeschwiegen wurde im Wahlkampf. Und es kotzt mich noch mehr an, dass dieser Einheitskurs, der einfach nur in den Abgrund führt und weiter in die Rezession, weiter fortgeführt wird.
Und dazu kommt auch noch, dass die SPD und CDU sich einen Scheiß kümmern um unsere Grundrechte. Und sie sorgen dafür, dass weiter amerikanische Behörden uns weiter schön ausspionieren können, so wie sie es bis jetzt gemacht haben. Und das sind einfach Zustände in diesem Land hier, die sind nicht zu fassen. Und ich kann nicht verstehen, wie dieses Paradebeispiel von Lobbyismus, Opportunismus und Lügner, also und Lügenerzählerei trotzdem eine 40%ige Mehrheit erlangen konnte und diese Mutikratie weitergeführt wird. Deutschland, was ist nur los mit dir? Ja, ich kann das echt nicht verstehen. Ihr könnt mir eure Meinung in die Kommentare schreiben und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Drohne steht bereit. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Konterdrohne erwartet Befehle. Verbündete Konterdrohne.